Der überall zu beobachtende Trend zu vielseitig verwendbaren SUVs ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch wo die meisten Hersteller an ihre Grenzen stoßen, fängt ein Produzent erst an zu zeigen, was er kann. Die Rede ist von Range Rover und seinem neuen, fantastischen Luxus-SUV. Ob Kleinwagen, Mittelklasse oder Premium-SUVs, da hat sich unheimlich viel getan, was Komfort, Geräuschdämmung, Leistung und Verbrauch betrifft. Den Briten ist mit ihrem neuesten Modell des traditionsreichen Range Rover durch zahllose Verbesserungen und Modifikationen das schier Unmögliche gelungen, nämlich den besten und leistungsfähigsten SUV der Welt zu kreieren. Erreicht wird dies schon durch die unvorstellbare Gewichtsreduktion zum Vorgängermodell von sagenhaften 420 Kilo, was der hochwertigen Vollaluminium-Monocoque-Karosserie zu verdanken ist. Wieder 20 Kilo, das heißt aber auch Fahraktivität, weniger Verbrauch, mehr Freude, mehr Dynamik. Man kann mit 340 PS und einem Durchschnittsverbrauch von 8,7 Liter auf 100 Kilometer durch die Gegend cruisen. In nur 6,9 Sekunden hetzt dieser 2400 Kilo Vorzeige-SUV von 0 auf 100 und lässt damit alle anderen Verkehrsteilnehmer alt aussehen. Dass ein Auto, das bei einem theoretischen Listenpreis von 102.000 Euro anfängt und realistischerweise im Durchschnitt wahrscheinlich so um die 150.000 Euro kosten wird, also den Gegenwert von einer kleinen Wohnung hat, dass da technologisch und materialmäßig nur das Beste verwendet wird, das versteht sich von selbst. Nicht nur die innovative Technologie, auch das leicht überarbeitete Design des neuen Range Rover machen ihn zu dem Premium-SUV. Ein imposant verchromter Kühlergrill, 22 Zoll Leichtmetallfelgen sorgen für ein vor Kraft nur so strotzendes Auftreten. Ein wesentlicher Punkt, der nicht im Prospekt zu finden ist, ist das Fahrgefühl. Egal mit was wir unterwegs waren in der Vergangenheit, großartige Autos waren dabei. Aber so wie in einem Range Rover fühlt man sich nur in einem Range Rover. Sprich, man hat ein riesengroßes Auto um sich herum mit all den Vor- und Nachteilen, hat das Auto aber absolut im Griff, weil man jedes Eck sieht, vorne wie hinten. Weil man jegliche technologische Unterstützung findet und obendrein so aufrecht und erhaben sitzt, dass man auch geistig jede Situation fest im Griff hat. Im tschechischen Budweis, das für sein hervorragendes Bier bekannt ist, haben wir den König der SUVs auf Herz und Nieren getestet. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der neue Range Rover ist sicher ein Modell, das aufgrund seiner Exklusivität, wenn er auf der Straße gesehen wird, die Blicke auf sich zieht und aufgrund seiner technischen Vielfalt, seiner Ausstattung und seines Designs das beste SUV der Welt ist. Im Gelände sowie im Matsch überzeugt der Range Rover einfach durch seine prägnante Ansprache und stellt damit sein Premium-Niveau zweifellos unter Beweis. Die Hightech hilft hier enorm, diese Situationen ins Extremste rauszuschieben, in weit extremere Maße, wie der normale User eines Fahrzeugs eigentlich hier wirklich die Notwendigkeit sieht oder die Notwendigkeit hat. Aber es ist wichtig, das Vertrauen zu haben, und das sieht man hier und das beweisen auch die Fahrszenen und die Fahrer. Nun gilt es eigentlich nur noch, sich das nötige Kleingeld von knappen 150.000 Euro zusammenzusparen, um ein wunschlos glücklicher Range Rover Besitzer zu werden.